Und da sind wir wieder zurück bei Destiny. So, also ich wollte noch die Abenteuermission machen, wie versprochen. Und die machen wir jetzt. Mal schauen, was wir da noch an Informationen, an Wissen uns noch aneignen in den Abenteuermissionen. Bin gespannt. Wir müssen wahrscheinlich wieder in den Immerforst, ne? Vielleicht erfahren wir noch mehr über die Realitäten, die es gibt. So. Und zack. Let's go. Halte die Wächs davon ab, eine Simulation. Okay, Gefallenen. Es geht um die Gefallenen. Sie lassen eine Kampfschleife gegen die Gefallenen laufen. Allerdings wird das kein sonderlich gründlicher Test, wenn wir all diese simulierten Gefallenen auslöschen. Ganz genau. Also, pushe an den Gefallenen-Simulationen herum. Das bedeutet, wir greifen jetzt eine Gefallenen-Simulation an, um die Daten zu verfälschen, dass sie falsche Daten kriegen. Wenn diese Daten korrekt sind, dann wird das Zieltor stark bewacht. Diese Simulation muss äußerst wichtig sein. Den Vex ist nichts wichtiger als eindeutige Daten. Ja, super. Dann hauen wir die um. Zack, zack. Ah, das ist die Schlüsseleinheit. Der Dämon. Upsala. Ja, du bist aber auch eine Sau, ne? Gut. Ich lasse einen leben, dass die Daten ein bisschen verpfuscht sind. Wir müssen jetzt echt nicht alles killen. Ja, baller du nur, ne? Baller du nur. Hier noch ein Kabale ist. Ah, vielleicht testen sie auch gewisse Simulationen Gefallene gegen Kabale, ne? Um noch mehr Daten zu erhalten, wie sie sich gegen andere Rassen schlagen. Okay. Betritt die Zukunft, das Auf und Ab. Ich tue hier wieder nicht alles, so wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Nur das Nötigste. Wir wissen ja, welche Daten wir gezielt angreifen müssen. Hier haben wir gezielte Daten. Die Dämonen sind es nämlich. Hier, das ist ein Dämon. Nur einer, okay. Weiter im Text. Das ist gut, sein Großer. Ah, da hinten. Ja, wir kommen dem Ganzen bald näher. Was genau machen die hier? Wir werden es da drinnen dann herausfinden. Das hier ist ja nur der Weg zum Immerforst. Gleich da. Was für einen Sinn macht es, die Gefallenen zu simulieren? Sie waren nie schwächer. Die Vex wollen alle Lebensformen auslöschen. Egal ob mächtig oder schwach, reich oder arm. Wir müssen sie aufhalten,
wo immer möglich. Wir haben doch aber auch mal eine Vex-Einheit getroffen, die nicht so böse war, oder? Vielleicht besteht doch Chancen für die Vex. Die Zeit drängt und wir sollten sie nicht verschwenden. Na gut. Siege die Wächter. Sind hier oben. Na gut, Commander. Das wird er wohl sein. Das wird er gewesen sein. Ja, das war er. Okay. Aber was ziehen Sie für Erkenntnisse aus den Simulationen? Da, diese Plattformen. Okay. Irgendwelche wichtigen Erkenntnisse müssen Sie ja hier rausziehen, ne? Aus den. Jetzt habe ich Person gefahren. Wenn's hilft, schau nicht runter. Oh, die simulieren sogar ein Skiff. Okay. Ich habe immer noch nicht den leisesten Schimmer, was das jetzt genau bringt. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Erklärung. Laden kaputt. Ganz so. Okay. Oh no. Seid ganz in der Nähe des Ziels. Setzt alles daran, die Gefallenen aufzuhalten. Wie das geht, wissen wir. Das ist nicht mein Problem. Ich würde einfach gerne noch etwas mehr Infos haben. Was simulieren Sie hier? Strategien, Taktiken, Abläufe, Angriffe? Wie Sie sich im Allgemeinen verhalten, um Sie besser angreifen zu können? Da hinten. Naja. Da reichen ein paar Raketen für den. Ui. Und aus die Maus. Ausgezeichnet. Ein weiterer Realitätspfad, den wir für die Vex geschlossen haben. Habt ihr doch gesagt, dass die was drauf haben? Ja, okay. Es geht einfach darum, dass sie weniger Erkenntnisse über die Vex haben. Das ist ganz nett. Okay, Stufe 24 scheinbar. Okay. Kann ich hier rausreißen? Oder? Ah, da hinten. Wir haben eine neue Abenteuermission. Läufer, ne? Weiß ich, was wir zu tun haben. Gut, also. Mal zum, um das zusammenzufassen, was wir jetzt plus minus an Infos etwa haben, ne? Also es ist so, dass die Vex jetzt hier Gefallenenkämpfe simuliert, um mehr über die Gefallenen herauszufinden. Scheinbar über ihre Waffen, über ihr Vorgehen, über die Strategien, die Bewegungsabläufe, die Angriffe, halt einfach alles, um Infos zu sammeln. Und das haben wir jetzt hier beschädigt. Wir haben es ein bisschen beschädigt, dass sie weniger Erkenntnisse darüber kriegen. Ist jetzt etwas karg an Infos. Jetzt
zurückgeportet und blub. Jawohl. Ach komm, ich laufe den ganzen Weg nicht, bin ich bescheuert. Geht das? So eine Schnellreise? Wahrscheinlich schon. Nun gut, das heißt, die Vex, die haben jetzt falsche Infos. Das ist gut, das ist super. Und, schön. Also. Dann hätte ich jetzt gesagt, in der nächsten Folge machen wir die nächsten Abenteuermissionen. Ich freue mich drauf. Bis dann.